Rebels gegen Kiel auf Hauptstadtsport TV. Sonntag, 15 Uhr, Kickoff im Stadion Wilmersdorf, empfangen die Football-Rebellen aus Berlin die Kiel Baltic Hurricanes zu einem echten Topspiel in der German Football League Nord. Obwohl beide Teams schon für die Playoffs qualifiziert sind, möchten die Berliner mit einem Sieg über Kiel noch einmal ordentlich Selbstvertrauen tanken. Du gehst halt mit einer ganz anderen Motivation und mit einem ganz anderen Gefühl in die Playoffs, wenn du heute nochmal einen Sieg mitnimmst. Und ich glaube, es tut einfach allen gut, da mit einer gesteigerten Selbstbewusstsein reinzugehen. Die Rebels machen von Beginn an klar, dass sie die Partie unbedingt gewinnen wollen. Und so gehen die Berliner im ersten Quarter mit einem Touchdown von Wide Receiver Alex Tunkara in Führung. Die Kieler halten in einer spannungsgeladenen Partie doch mächtig dagegen und trotzen den Berlinern zur Halbzeit ein 14:14 ab. Es war ein großer Kampf heute. Wir wussten, Kiel ist eines der besten Teams in der German Football League und deshalb ist es umso besser, dass wir gestärkt in die Playoffs gehen können. Nach der Halbzeit zeigen die Rebellen aber umso mehr, was in ihnen steckt, und so lassen die Hauptstädter dem Gegner keine Chance. Mit einer stabilen Defense und einem überragenden Alex Tunkara ziehen die Rebels im dritten Quarter davon. Zwar können die Kieler aus dem hohen Norden im vierten Quarter noch einmal punkten, doch Rebels Running Back Larry McCoy setzt mit einem Touchdown zum 35:21 den Deckel drauf. Das Team um Quarterback Terrell Robinson kann nun mit breiter Brust in die Playoffs gehen. Ich denke, alles ist drin. Die Playoffs sind eine neue Herausforderung. Jedes Team ist ungefähr gleich und wir sind sehr zuversichtlich. Und auch der Head Coach der Berlin Rebels, Kim Kutschi, kann mit der Vorstellung seiner Rebellen zufrieden sein. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir das heute gewinnen konnten. Das war ein wirklich toughes Spiel, das wussten wir von vornherein. Wir waren im Prinzip auf dem Papier schon vor dem Spiel qualifiziert, aber wir haben uns einfach für uns selber vorgenommen, dass dieses Spiel, egal wie es dann vorher ausgeht, unser Qualifikationsspiel für die Playoffs ist. Und dafür haben wir es wirklich ganz gut gemacht, gut gehandelt. Es waren so zwei, drei Situationen, in denen das Spiel auch hätte kippen können. Ich glaube, da haben wir dann in den richtigen Momenten die richtigen Antworten gehabt und da bin ich ganz happy drüber. In zwei Wochen rebellieren die Hauptstädter dann im Playoff-Viertelfinale gegen Schwäbisch Hall. Und der Sieg gegen Kiel zeigt einmal mehr, dass die Berliner für diese Aufgabe gewappnet sind.